Endlich! Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe meine Ruhe. Oh nein! Sie schon wieder! Lasst mich raus! Darf ich vorstellen? Das sind Mike und Sarah. Sie haben sich noch nie getroffen. Bis jetzt. Die letzten Chips. Du kannst sie haben. Alles, was ich brauche, bist du. Wir haben heute einen neuen Schüler. Das ist der. Ich werde den besten Platz für ihn vorbereiten. Nimm Platz, Mike. Da ist wieder dieses komische Mädchen. Wow, toller Stuhl. Lasst uns anfangen. Er hat meinen Stuhl genommen. Mike. Gib mir sofort meinen Stuhl zurück. Ich werde unser Chips-Treffen wiederholen. Ich will Chips. Oh nein, vergiss es. Wir essen kein Junkfood mehr. Da ist er. Oh, nimm sie. Was? Du hast den ganzen Wagen voller Chips. Der Wagen gehört mir nicht. Hey, sieh mal. Das ist Schicksal. Was? Hast du vergessen, dass wir auf Diät sind? Ich verschwinde. Oh, Mikes Zimmer. Wie sieht's denn hier aus? Ich werde erstmal aufräumen und ich sortiere seine Socken. Stapelt ein paar farbige Socken. Verbindet die Ränder mit einem Etikett. Verziert eine leere Taschentuchbox mit gemustertem Papier. Und legt die Socken hinein. Jetzt sind alle Socken hier drin. Was ist hier passiert? Socken? So viele? Und alle sind falsch sortiert. Wer war das? Sie ist nicht hier, oder? Ich will endlich meine Chips kaufen. Hi. Oh nein, nicht schon wieder. Das muss Schicksal sein. Hier, nimm mein Geld. Ich brauche nichts. Ich werde Mike ein tolles Geschenk machen. Eine Tasche, die ihm bei seinen Tests helfen wird. Ihr braucht zwei rechteckige Stücke Silikon, um eine Tüte zu machen. Legt einen Reißverschluss ein und legt an den Seiten ein Gurtband ein. Näht eine Tasche. Befestigt eine Schnalle am Gurtband. Schreibt Matheformeln mit einem Permanentmarker drauf. Hier. Das ist für dich. Danke. Also gut. Ihr schreibt heute einen Test. Macht euch an die Arbeit. Mike, was ist das? Ein Spickzettel? Aha. Ups. Du bekommst eine 6. Danke für deine Hilfe. Tut mir leid. Mike! Mike! Was? Lächeln! Komm schon, lächel. Du siehst besser aus, wenn du lächelst. Reicht das? Faltet den Jersey-Stoff einmal und näht am Rand entlang. Fertigt mit einem Stoffmarker eine Zeichnung an. Malt sie dann mit Textilfarbe aus. Zeichnet ein Lächeln auf die Rückseite.
Ich könnte ihn ewig anschauen. Ich nehme ein Croissant. Ein Moment. Ich bringe dir ein Croissant. Ich brauche noch ein Schnurrbart. Druck deinen Liebesbrief aus und schneidet ihn in Streifen. Bedeckt die Streifen mit Klebeband und formt eine Rolle. Schneidet ein Croissant ein und legt ein Zettel hinein. Schmelzt danach Schokolade. Gießt sie über das Croissant und fügt auch Streusel hinzu. Danke! Was ist das? Ein Telegramm vom Chefkoch? Du bist mein Schicksal? Seltsam. Hier ist deine Bestellung. Danke, ich bin satt. Netter Streich. Welcher ist es? Ich glaube, der ist es. Mach dich bereit, meine Liebe in deinem Spind zu sehen. Ups, falscher Spind. Hey Mike, was soll das? Was meinst du? Warst du das? Sarah, du schon wieder. Mir reicht's. Wow, Mike hat seinen Stil geändert. Jetzt mag ich ihn noch mehr. Ich muss es mit ihm aufnehmen. Ich bin bereit. Er wird mich toll finden. Hi, Mike. Oh, das ist zu viel. Was? Warum? Oh, Sarah, du kommst genau richtig. Ich muss Löcher in diese Papiere stanzen. Danke. Das ist nicht mein bester Plan gewesen. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Was steht da? Ich brauche meine Glücksbrille. Fädelt einige Kristallperlen und Perlen auf eine Angelschnur und flechtet deine Halskette. Befestigt einen Verschluss und eine elastische Schnur und befestigt die elastischen Schlaufen an den Bügeln. Mit dieser Brille sieht die ganze Welt rosa aus. Ich wusste, dass du mich liebst, Mike. Hier sind deine Testergebnisse. Ja, ich hab's geschafft. Warte. Nein, das ist nur die Brille. Oh, Mike. Endlich. Weg da, Sarah. Bella, das ist für dich. Er hat mein Gesicht berührt. Oh, du bist so cool. Was? Ich verschwinde. Mike, schläfst du? Oh, sieh dir den großen Pickel an. Du brauchst eine reinigende Gesichtsmaske. Misch 3 zerkleinerte Aktivkohletabletten, etwas Tonerde und einen Esslöffel Wasserstoffperoxid. Gib die Mischung in einen kleinen Behälter. Mach dein Etikett auf den Deckel. Ich warte 15 Minuten. Schaut euch Mike an. Weg da. Moment, das ist witzig. Mike sprudelt. Was? Das war Sarah. Ups. Träum süß, Mike. Ich werde dich im Schlaf hypnotisieren. Und du wirst dich in mich verlieben. Dreh dich um. Genau so. Bis morgen, Mike. Verlieb dich in mich. Ich liebe Sarah. Oh, Mike. Willst du mich heiraten? Oh ja.
Ja! No! Was war das? Sarah? Sarah, wir müssen reden. Was? Hi, Mike. Wow, du bist das Mädchen meiner Träume. Das muss Schicksal sein. Wie fandet ihr unsere neue Liebesgeschichte? Schreibt uns, ob ihr auch schon mal etwas Verrücktes gemacht habt, damit euer Schwarm euch beachtet hat. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!